Hallo und herzlich willkommen bei Sharpinator.de, dem Versandhandel von Messer, Schärfgeräten, Messer, Schleif, Schärfzubehör. Und in diesem Video wollen wir ein Messer schärfen von Herberts. Ich glaube, die haben keinen Namen, soweit ich weiß, die haben nur Nummern. 71001085, dieses. Die Herberts Messer, das ist eine Firma, die in Solingen, also in der Messermetropole Deutschlands, angesiedelt ist. Und wir werden heute den Pioneer verwenden. Der Pioneer ist jetzt durch mich ein bisschen modifiziert. Was habe ich hinzugefügt? Ist einmal die Platte vom K03, von meinem K03. Und ich habe hier einen zweiten Stopper, und zwar einen direkten Stopper mit einer Feder dabei. Geschliffen wird das Ganze mit Steinen von CBN. Die haben wir bei uns im Shop. Nur der 180er. Stein ist ein Diamantstein. Ich kann meinen CBN-Stein nicht finden. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Normalerweise sind die immer zusammen. Also 180er Stein von PDT, also von Poltava, aber Diamant. Und danach wechseln wir auf CBN. Wir fangen erstmal damit an, dass wir die Anfangsschärfe von dem Messer messen. Einmal nullen. Wichtig ist, wenn wir die Schärfe messen, dass wir extrem langsam das Ganze machen. Dass man das eigentlich sogar mitzählen kann. ...175. Das gilt es zu schlagen. Beim Einspannen ist mir Folgendes aufgefallen, dass die Klemmen zu weit auseinander sind. Das heißt, wir werden die L-Adapter benutzen. Die gibt es bei uns auch im Shop. Ich zeige euch das mal kurz hier, wenn ich das hier einspanne. Ihr seht, die Spitze, die bekomme ich nicht geschliffen. Also nehmen wir die L-Adapter. Wir werden unseren Messer hier mit 20 Grad schleifen. Einmal genullt. Und jetzt setzen wir den Winkelmesser hier hin und können jetzt unsere Gradzahl bequem einstellen. Positionieren wir es mal so. 20,05. Somit sind wir soweit fertig. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist Folgendes. Das möchte ich einmal zeigen. Der Dickenkompensator. Wie wird der erreicht? Wir legen unseren Stein drauf und rollen das Gummi runter. So. Habe ich jetzt einen dickeren, wie den hier. Was mache ich? Ich löse das, heb's an, stell's drauf, zack, einmal festmachen und in Kombination hier vorne hätte ich wieder meine 20 Grad. Unser Winkel ist eingestellt, alles sitzt drauf. Was wir jetzt noch machen, ist, dass wir ein paar Tropfen Öl drauf machen. Das Öl, also die Steine an sich, sowohl die Diamant- als auch die CBN-Steine, benötigen kein Öl. Warum arbeite ich trotzdem gerne mit Öl? Das, was ich jetzt runterschleifen werde, bleibt auf dem Messer und wird nicht auf meinem ganzen Tisch verteilt werden. Das ist der Vorteil, wenn man Öl verwendet. Zack, zack, das war ein bisschen zu viel. Es muss nur leicht feucht sein und schon bleibt alles auf dem Messer. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist, dass wir die Endpunkte einstellen. Zack. Hier mal so. Und wir sehen auch schon, dass ich, obwohl ich oben ganz bin, nicht die volle Länge hier nutzen kann. Das liegt daran, dass ich die L-Adapter habe. Nach oben hin geht's, aber nach unten hier wird nicht die volle Länge des Schleifsteins genutzt. Aufgrund dessen, dass wir die L-Adapter haben und die Klinge weiter vorgegangen ist. Gut. Legen wir los. Nicht traurig sein, das Video geht gleich weiter. Wir möchten dir kurz was vorstellen. Und zwar gibt es ab einem Bestellwert von 60 Euro bei uns im Shop auf sharpinator.de folgendes Geschenk. Das ist ein Messer, ein Schlüsselanhängermesser. Das heißt, ich kann das an einem jeden beliebigen Schlüsselanhänger, hier befestigen, drauf machen. Es ist dran. Ich kann es mitnehmen. Und wenn ich mal eine Kleinigkeit zum Aufmachen habe, Apfel zu schälen oder einen Karton zum Aufzuschlitzen, dann mache ich es ab und habe ein Messer dabei. Ja? Natürlich kann man das Messer bei uns im Shop auch kaufen, aber wofür kaufen, wenn man es geschenkt bekommt? Also schau mal vorbei auf sharpinator.de.
So, wir sind jetzt bei dem 7,5er-Stein. Und für das Messer oder für den Einsatz, wie das gedacht ist, und zwar einfach nur als Tagesmesser, ist das super. Ich brauche nicht mehr auf den 3,2er gehen. Und das ist das Gute an den CBN-Steinen, die, wenn man sich das jetzt anschaut, also ich schaue, ihr glaubt, anders als bei den Diamantsteinen, hat man beim CBN-Stein den Vorteil, dadurch, dass die rund sind, also so wie Bachsteine und nicht so wie Bruchsteine aus dem Steinbruch, ist die Schneide wirklich sehr, sehr angenehm geraten. Also nicht so verkratzt. Man kann, klar, wenn ich jetzt mit der Lupe drauf schaue, sehe ich Kratzer, aber ansonsten eine sehr homogene Schneide geworden. Wir werden natürlich gleich testen, was unser Besttester sagt. Aber ansonsten bin ich da sehr, sehr zufrieden mit. Wir haben es auch jetzt hier gesehen, das ist jetzt Papier vom Telefonbuch, also ganz dünnes Papier. Und ich kann hier sehr schön durchgehen. Also, ich bin zufrieden. Holen wir ihn mal raus. Sieht gut aus, ist gleichmäßig geworden. Sehen hier. Klar, man kann natürlich viel weiter gehen. Man kann jetzt auch natürlich mit Holz und mit Leder hinterhergehen. Ist jetzt in dem Fall nicht notwendig. Schauen wir mal, was wir mit dem Best-Test erreichen. 120 von 175 vorher. Das ist ein sehr guter Wert. Manche meinen, andere schaffen das auch natürlich viel weniger und die haben dann ganz schnell Werte von 50 und 70. Ja, natürlich. Schaut mal her. 83. Haha. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du, man könnte auch sogar noch schneller, noch besser hinbekommen. Zeige ich euch jetzt mal. 83 haben wir gesehen, ja. Schaut mal her. 37! Wie verwendet man das Teil richtig? So. Und langsam, langsam, langsam. 130. Also zwischen 120 und 140, 150 ist da irgendwo liegt die Wahrheit. Für diejenigen, die jetzt bis zum Schluss durchgehalten haben, gratuliere erstmal. Aber es gibt noch einen Schmankerl, so wie man das in Österreich hier sagt. Schmankerl. Also, einen kleinen Zusatz. Dieses Messer werde ich verlosen und zwar 2 Wochen nachdem das Video online gegangen ist. In der 3. Woche darauf gibt es ein Programm und da werden wir alle Kommentare durchgehen und das Programm sucht sich dann ein zufälliges Kommentar aus, der dann halt dieses Messer gewonnen hat. Ich werde denjenigen anschreiben und um seine Kontaktdaten bitten und dann schicke ich ihm das zu. Es werden nur Kommentare akzeptiert, die inhaltlich was mit Messerschärfen zu tun haben. Also keine Kommentare, ja, hätte ich auch gern gehabt oder möchte auch beim Gewinnspiel mitmachen, nein, sondern eher, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr euch gerne kommentieren und dann in der 3. Woche wird dann dieses Messer verlost. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, das hilft uns wirklich ungemein, damit der Kanal weiter nach vorne kommt und schaut nach in unserer Telegram-Gruppe, der Link ist unten angegeben, da könnt ihr auch Fragen stellen, eure Schleifergebnisse mal vorstellen, mal auch so nette Schleifergebnisse, wie wenn man jetzt wirklich einen Nachmittag an einem Messer sitzt und das so perfekt schleift, dass damit unmögliche Dinge möglich werden. Könnt ihr gerne mit reinpacken. Oder wenn ihr auch Fragen zu Produkten habt, gerne einfach in der Gruppe posten und unser Team oder auch andere Teilnehmer helfen da gerne aus. Somit nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei schrapinato.de, dem Versandhandel von Messerschleifgeräten und auch Messerzubehör, so wie zum Beispiel diesem L-Adapter oder diesem Winkelmesser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.